Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play. Ja, eigentlich nicht Clash of Clans, aber ich wollte eine Parallele zu Clash of Clans ziehen. Denn auch hier bei EverQuest 2 gibt es so ein paar kleinere Geheimnisse, beziehungsweise es gibt hier eine Funktion, die gibt es scheinbar in Clash of Clans auch, aber was das eigentlich ist, da komme ich jetzt gleich zu. Das ist übrigens noch einer der kleineren Drachen hier. Allerdings muss ich auch dazugeben, ich bin auch ein sehr kleiner ein sehr kleiner Charakter, wenn man sich das mal anschaut. Ich bin hier so ein Schänder, so heißt diese Klasse hier. Und die Rasse ist ein Arasai und er gehört eigentlich zur dunklen Seite hier der Macht. Also es gibt hier auch sowas Ähnliches wie in World of Warcraft, eine, wo es da Horde und Allianz gibt, gibt es hier auch, ich sag mal, dunkel, dann die Guten. Und es gibt noch welche, die sind so in der Mitte, aber der hier ist so ein bisschen in der Mitte. Ich melde mich mal eben ab. Denn wenn wir einmal, oh, ich weiß gar nicht mehr, wo das eigentlich geht. Welcome, welcome, welcome. Lockout. Ich will campen. Camp to Desktop will ich aber nicht. Ich wollte eigentlich woanders hin campen. Skip to Login. So, jetzt gehe ich einmal in den eigentlichen Login nochmal rein. Da kommt er. Und es gibt hier eine Funktion, die gibt es bei Clash of Clans scheinbar auch. Also ich muss eine kleine Parallele kurz ziehen. Und zwar ist das die Funktion, wenn ihr unten links hier mal meiner Maus folgt. Ihr seht meine Maus gar nicht. Sehe ich gerade oder seht ihr die Maus? Ne, ihr seht die Maus gar nicht. Sehe ich gerade Mauszeiger aufnehmen? So, dann seht ihr jetzt meinen Mauszeiger hoffentlich. Ah, jetzt seht ihr meinen Mauszeiger, das ist so eine Hand. Okay, entschuldigt bitte. Und es gibt hier unten so eine Funktion, da könnt ihr direkt hier Create a Level 100 Heroic Charakter bilden. Das heißt also von 0 auf 100, ohne dass ich hier jemals gespielt habe. Ihr seht, ich habe hier einige Charaktere, allerdings bezahle ich dieses Spiel nicht mehr und dadurch habe ich eigentlich nicht mehr alle Slots frei. Und mein allererster Charakter, das ist der Lorch hier unten, den habe ich so richtig, richtig lange gespielt. Aber nur hier als Parallele jetzt zum Spiel Clash of Clans. Wie gesagt, es gibt hier die Funktion, dass ich direkt ein Level 100 machen kann, ohne dass ich jemals hier gespielt habe. Und sowas Ähnliches gibt es auch in Clash of Clans. Okay, wir sind in einem Clash of Clans Dorf und die Parallele, die ich hier schlagen will, ist natürlich nicht, dass ich gleich so ein Dorf hier von, ich sag mal, 0 auf 10 bekomme oder also von 0 auf Rathaus 10 oder so, dass es hier so einen Button gibt. Vielleicht gibt es das ja irgendwann mal in 10 Jahren oder so, aber worauf ich eigentlich hinaus will, es soll hier eine geheime Funktion geben oder eine geheime Funktion, ein Geheimnis, was ich bis dato noch nicht kannte. Ich habe es jetzt aber schon hier und da mal gesehen und die Leute bei mir im Stream auch haben mir davon erzählt, dass es sowas gibt und man kann hier tatsächlich für lau leveln. Also man muss nichts tun, man muss nur ruhen. Das reimt sich sogar. Ich würde aber diesen Account hier ganz gerne noch die nächsten 4 Tage spielen, denn der ist gerade mal so 3 Stunden Rathaus 7 und würde jetzt die neuen Sachen hier aus dem Shop rausholen. Das heißt also, ich würde die Ressourcen hier bauen, ich würde die Verteidigung bauen und natürlich auch die Fallen. Und da machen wir nichts. Da machen wir nichts mehr, denn alles andere erledigt dann das Spiel für mich ganz alleine, wenn ich es nicht mehr anfasse. Und zwar für, ich glaube, etwas über 90 Tage sind es, wo man dann diesen Account überhaupt nicht mehr einloggt. Und nach 90 Tagen oder etwas mehr als 90 Tagen, mal sehen, komme ich hier wieder oder soll ich angeblich in dieses Dorf reinkommen. Und fast alle meine Sachen sind gelevelt. Ich muss mich, glaube ich, erst selber angreifen, um mein Dorf zurückzuerobern. Und dann bekomme ich aber den Hinweis, Mensch, in deiner Abwesenheit, da hat sich ein bisschen was getan. Wir haben schon mal ein bisschen für dich weitergebaut. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich dann ein Rathaus Level 7 Max hier vor mir habe. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann so die ein oder andere Verteidigungseinheit oder meine Minen und Sammler womöglich alle gelevelt sind oder so. Keine Ahnung. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das jetzt Blödsinn ist, was ich erzähle oder ob das Tatsache ist, was ich erzähle. Ich würde mir auch ganz gern die Clanspiel-Games hier noch abholen. Die laufen in 21 Stunden aus. Und okay, die Sachen, die ich dann... Ja, ich meine, ich könnte die Events hier jetzt noch spielen. Ihr seht, ich hab hier einen ganzen Haufen Fässer erstellt. Beziehungsweise, mit denen greife ich im Moment only an. Und, oh, das ist... Da hat er aber ein bisschen wenig.
Und ich könnte aber auch eigentlich mal eben nochmal hier unten einstellen, dass ich nur eine hier brauche auf diesem Account. Das kann man hier auf Tablets umstellen übrigens. Use Extended Deployment Bar. Wenn ich das auch aufmache, dann habe ich unten nur noch eine Leiste. Das geht nur auf Tablets. Das geht nicht auf Handys. Und dementsprechend ja, können wir den eigentlich mitnehmen. Obwohl die Luftabwehren ziemlich stark sind. Ich habe so einen aber noch gar niemals angegriffen hier. Mal sehen, ob das überhaupt funktioniert. Oh, da geht ja schon einiges nicht weg. Okay. Also Level 4 reicht nicht mehr aus, aber ich level auch gerade meine Zauber verrückt. Mal schauen, wie weit wir hier kommen. Mit den Unmengen an Skeletten. Und ja, wie gesagt, 90 Tage muss der Account dann ruhen. Ob das dann wirklich so ist, dass dann plötzlich alles so gelevelt ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber vielleicht habt ihr das ja selber schon erlebt, denn ich habe es auch bei den größeren Streamern oder Videomachern noch nie gesehen, dass die da überhaupt mal rüber von berichtet haben. Und ich meine, das hätte doch sicherlich schon mal jemand ausprobiert, wenn es diese Funktion tatsächlich geben würde. Okay, da oben am Magierturm wird es natürlich für die immer sehr, sehr schwer. Außer man macht das von Anfang an, aber geht ja eigentlich, ne? Kann man auch so eine Base mal eben mit überrennen hier. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, habe ich dem ganzen Braten nicht geglaubt. Ich glaube das nicht, dass das so ist. Meine, ich habe noch nie was darüber gelesen oder gehört von Supercell selber, also so im offiziellen Forum oder sonst wo. Ach so, ja, kann ich im Moment nicht, weil meine Zauberfabrik da levelt. Und habe das selber noch nie gehört. Also, wenn ihr das schon gehört habt, dann, ja, wie gesagt, okay, jetzt habe ich natürlich eine Liga. Also so ganz offline sehe ich da nicht aus. Ich muss dann natürlich auch unheimlich aufpassen, dich doch mal dann hier reinzuklicken, um den zu laden, weil dann fangen die 90 Tage womöglich wieder von vorne an. Das wollen wir nicht. Also ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt. Und auch bei welchen Rathausstufen das überhaupt funktioniert. Angeblich soll das sogar mit den höheren Rathausstufen funktionieren. Das heißt, ich habe irgendwo so einen geruschten Zwölfer, sage ich mal. Und wenn ich den lange nicht anfasse, also ein Vierteljahr, dann ist er angeblich gelevelt. Was ich nicht wirklich glaube, ich meine, in 90 Tagen, Leute, da schafft man natürlich richtig was. 90 Tage sind 3 Monate, das wäre dreimal ein Pass spielen, das sind dreimal Clanspiele, das sind etliche Clan-CKs, oh, der sieht gut aus, etliche Clan-CKs und deswegen glaube ich diesem Braten noch nicht. Naja, mal sehen. Ich lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren, gar keine Frage. Und da ich die Luftabwehr ja sowieso nicht ganz down kriege hier, nehme ich mal die hier, die ich hier kaputt mache. Die müsste ich eigentlich down bekommen. Ja, das bekomme ich auch. Ich lasse mal hier mal eben so ein paar Fallen über den Magierturm, denn der tut mir am meisten weh, wenn ich jetzt nur mit den Fässern hier spiele. Aber der ist jetzt auch weg und der hat natürlich noch einen zweiten Magierturm. Oh Mist! Ach, sehr ärgerlich, aber schön schon mal über die Ressourcen hier alles weggewuselt. Und die müssen jetzt nur schnell genug sein, dass das Rathaus mitnehmen und jetzt noch zum. Ah, die müssen zum Minenwerfer gehen. Oder laufen. Ah, okay, das machen sie nicht, alles klar. Ah, ist nicht so schlimm. Ein paar Ressourcen habe ich mir ja mit abgenommen. Und ja, das soll es eigentlich auch gewesen sein. Ich wollte dieser Frage einfach mal nur auf den Grund gehen, Leute. Und dann hört und seht ihr natürlich noch wieder weitere Folgen von mir. Allerdings. Nicht mehr aus diesem Dorf, sondern aus den anderen Dörfern. Mal sehen. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, ob das wirklich so ist, ob es das gibt, ob ich den liegen lassen soll, wie ich den umbenennen soll, etc. Und dann sehen wir uns in weiteren Folgen. Habt einen angenehmen Wochenstart gehabt, hoffe ich. Da gestern kein Video kam, dann ist das ja das erste für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Toto. Fest.